machst du hier so? Ich bin der Skateboard-Trainer im Kremser Feriencamp. Ist es eigentlich schwierig, Skateboard zu lernen? Schwierig ist relativ. Wenn man jemanden hat, der einem was beibringen kann, dann ist es, glaube ich, immer so schwer, als wenn man es alleine lernen müsste. Anstrengend. Oh ja, bei 30 plus Graden ist es teilweise sehr anstrengend, weil die Sonne auf den heißen Platz runterbrennt. Der Beton nimmt sehr die Hitze auf und da wird es schon echt heiß. Also bewölktes Wetter, so wie es heute ist, ist eigentlich ideal. Natürlich fangen wir ganz vom einfachsten an, mit Sturztechniken am Anfang, dann weiter das grundsätzliche Fahrkönnen, das heißt, wie man anschiebt, wie man bremst, Kurven fährt. Weiter kommen wir dann später zu Rampenfahren, Tricks auf den Rampen, sich auf den Rampen drehen, Drop-in von der Quarterpipe, sich reinfallen lassen. Also es wird Stück für Stück schwerer, je länger man fährt. Schwer ist da immer relativ. Je mehr man übt, desto leichter wird es. Und der Anfang ist wahrscheinlich das Schwierigste. Und da kann ich ja super helfen. Natürlich viel, auch natürlich einiges an Zeit für Pausen und Trinken, von mir aus auch Wasserschlachten, wenn es sich anbietet, und ja, so viel machen, wie der Körper zulässt und die Temperatur. Das wäre sicher cool, aber dazu müsste ich mich überwinden. Das heißt, du hast Angst. Ja, vom Statement fahren nicht, aber wenn ich jetzt auf der Rampe oben bin und da oben stehe, da habe ich schon ein bisschen Angst.
so stehen kann als bei so kleinen. Das ist das.